Der AfD-Direktkandidat René Hein trifft im Gespräch in Radebeul bei Dresden meist den richtigen Ton. Das ist auch leicht, wenn es um seine Themen wie Bildung und Wirtschaft geht, den ländlichen Raum oder den Wolf. Dünnhäutig reagierte er heute aber auf eine Touristin und die immer wiederkehrende Frage, wie weit rechts denn nun seine Partei stehe, weil sie ganz einfach für die Dame so wirkt. Es wirkt bei Ihnen, also Sie empfinden das so. Ja? Sie empfinden das so, das genau. Sei Ihnen unbenommen. Hm. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, deswegen sind Sie vielleicht auch eine Frau und ich ein Mann. Männer neigen dazu, das rationaler zu sehen. Frauen neigen mehr zur emotionalen Intelligenz, was das betrifft. Also ist das, können wir uns darauf einigen? Diese Wählerin wird René Hein vermutlich nicht mehr für sich gewinnen. Seit Monaten präsentieren sich Sachsens Parteien im Dauerlandtagswahlkampf. Erst gestern traf in Görlitz der Regierungschef auf seine Widersacher. Natürlich schärfte der AfD-Kandidat sein Profil. Stichwort Fördermittelkürzung für Demokratieinitiativen. Wenn es darum geht, irgendwelche Vereine zu unterstützen, die in einem linken Netzwerk drin sind, wo man Sozialarbeiter unterbringt. Ich habe nichts gegen Sozialarbeit im Prinzip, aber man muss schon genau gucken, was die machen. Also wenn es dann darum geht, dass damit linksextreme Demonstrationen oder große Konzerte gefördert werden, also wie zum Beispiel auch in Chemnitz, da muss ich ganz klar sagen, diesen Geldhahn, den muss man zudrehen, weil das ist überhaupt gar nicht dem zuträglich. Michael Kretschmer hat eine Koalition mit der AfD immer ausgeschlossen. Wo die Partei steht, für ihn ist es klar. Wenn es Leute gibt, die mich oder andere als Volksverräter bezeichnen, wenn im Landtag es Leute gibt, die andere Abgeordnete als Deutschlandhasser bezeichnen, dann ist der Punkt gekommen, wo Schluss ist. Dann muss man dagegen vorgehen. Es blieb gestern moderat im Ton, wie übrigens bei so vielen Gesprächsrunden der letzten Monate oder auch auf der Straße. Doch die AfD zeigt zwei Gesichter. Ihre Kraft beziehen die Wahlkämpfer aus Saalveranstaltungen wie hier beim Wahlkampfauftakt im Juli. Sachsens Landesvorsitzender positioniert sich deutlich etwa beim Thema Zuwanderung. Die zu Hunderttausenden in unser Land einwandern, sind, wenn überhaupt, Fachkräfte für Sozialbetrug. Wo die AfD in Sachsen steht, zeigt sich auch in ihrer Nähe zur Parteiströmung der Flügel, einem Verdachtsfall für den Verfassungsschutz. Sachsens AfD-Chef hat hier immer wieder den demonstrativen Schulterschluss mit Frontmann Björn Höcke gesucht und sieht auch kein Problem. Patriotismus ist in der AfD Grundkonsens. Also manchmal hat man sogar bei Parteiveranstaltungen das Gefühl, wer ist der größte Patriot. Also das hat mit dem Flügel gar nichts zu tun. Welche Macht der Flügel zukünftig entfaltet, ist offen. Für die sächsischen Wähler am Stand von René Hein spielen die Diskussionen um den Flügel nach seiner Auskunft für die Wahl am nächsten Sonntag keine Rolle.